Anybody wants to see positivity in the news, it's up to you. Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part Ultimate Team. Es müsste Part 56 sein, wenn ich mich nicht täusche, aber ihr seht's ja oben drüber über dem Video, da steht ja irgendwas. Ja, es gibt einige Veränderungen seit den letzten beiden Parts, oder drei Parts waren es ja, und auf die möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Unter anderem habe ich auch meine Trikots geändert und ihr seht oben links mein unglaubliches, ja, was bin ich da eigentlich? Hier so ein, ne? Hier mit so einem, ne, Säbel da. Keine Ahnung, ich finde das Symbol voll cool. Ich will jetzt auch versuchen, jedes Spiel mein Trikot zu ändern. Ich habe so viele Trikots, das glaubt ihr gar nicht. Wir können ja mal kurz reingucken. Mein Verein. Trikots. Ja, und in den letzten beiden Parts habe ich ja zwei neue Mannschaften erstellt und mit denen gespielt. Und ja, warte mal, jetzt will ich erstmal ganz kurz hier die Trikots hier zeigen. Ich habe unglaubliche Trikots. Dann könnt ihr auch mal sehen, von welcher Mannschaft wir sind, die ich vielleicht öfters einsetze. Das hier will ich einsetzen aktuell, das ist Palmeiras. Dann kommt noch, ich habe unglaublich viele Trikots. Ich kaufe die immer so auf den letzten Drücker, wenn die günstig sind und irgendwie specialmäßig aussehen. Das ist ja eines meiner Lieblingstrikots hier von Ajax, das Auswärtstrikot. Das mag ich auch, die mag ich auch gerne, habe ich auch öfters. Und das habe ich jetzt bekommen. Das wird auch demnächst zum Einsatz kommen. Auswärts Brighton. Sehr cool, das Trikot. Sehr schön markant. Das mag ich immer gerne. Was haben wir denn noch? Das habe ich mir auch neu gekauft. Ah, sehr schön, sehr schön. Das hier hattet ihr mal im letzten Part gesehen, glaube ich. Damit ihr mal wisst, von wo das ist. Aberdeen aus Schottland. Ja, da treibe ich mich so rum. Das ist nicht auch cool hier von Erzgebirge Aue. Ja, naja, da seht ihr auf jeden Fall hier so, was ich habe. Das hier ist auch Swindon Town mit FIFA 13 drauf. Finde ich auch schick, finde ich auch cool. Das habe ich jetzt auch aktuell, das war richtig krass, augenkrebsmäßig. Und, ja, was kommt denn dann noch so? Naja, halt so die Standard hier, ne, auch FIFA 13. Ist natürlich immer cool, so ein Trikot. Und sowas hier mag ich halt auch. Immer schön markant, dass es sich vom Spielfeld abhebt. Das habe ich voll günstig bekommen. Oder keine Ahnung. 150 oder so. Keine Ahnung. 200. So. Ja, ja, ja. Ja, genug Trikots gesehen, ne? DHL hier auch sehr cool. Gut. Und nochmal DHL. Ist das eigentlich das gleiche? Bohemias? Ja, okay. Okay. Gut, also, nur so viel dazu. Ansonsten, ihr habt in den Part 53, 54 und 55 gesagt, hier, hol dir doch den noch für deine Mannschaft. Könnte cooler sein und sowas. Jetzt zeige ich euch kurz, wen ich mir da geholt habe. Und, ja, einmal hier für Bastos auf der linken Seite, Robinho. Robinho ja mit 5 Sterne für 6.500 gekauft von AC Milan. Ja, ich hätte Robinho und Pato auch aus der brasilianischen Liga holen können. Aber da, die sind dann, glaube ich, teurer oder sowas, keine Ahnung. Aber die haben ja trotzdem Chemie von 9. Und ich glaube, es ist kein Unterschied, ob da jetzt ein grüner... Also ich glaube, er wird es nicht merken, ob da jetzt ein grüner Strich zwischen ist, zwischen den Spielern. Oder halt nicht. Hier wäre sowieso kein grüner dazwischen. Ach, keine Ahnung, doch bei denen hier. Naja, es wären ein paar mehr grüne Striche dazwischen, aber ist egal. Dann habe ich mir noch Luis Gustavo geholt, wurde mir auch von vielen empfohlen. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, alles so geblieben. Hulk ist nicht gefühlte Tempo 90, muss man wirklich sagen. Also er fühlt sich nicht so schnell an, wie er hier steht. Ist ein bisschen komisch, ich verstehe ihn eigentlich da. Verstehe ich eigentlich nicht. Naja, egal. Ansonsten bleibt die Mannschaft jetzt erstmal so. Dann haben wir noch meine nicht mehr Too Slow for Pace Mannschaft, sondern Too Slow for Pace Mannschaft. Irgendwie hat er auch geschrieben, das wird mit Doppel-T-O, mit Doppel-O geschrieben. Too Slow. Aber das ist ja wohl nicht richtig englisch gesehen, ja. Naja, egal. So, hier auch das Thema, Juninho war hier das Thema, genau. Da habe ich einen großen Fail gemacht. Und zwar gibt es ja eine aufgewertete Juninho-Version bei Red Bull New York. Und ja, dann habe ich mir den mal geholt. Der andere war, glaube ich, nur 76 oder 77. Der hier hat schon einige Werte besser. Und von daher, Moral ist jetzt noch nicht ganz so hoch. Und ihr seht, ich habe auch schon ein paar Spiele gespielt mit denen. Naja.
Und da euch das so unglaublich begeistert hat, wie ich mit dieser Mannschaft gespielt habe, werde ich dieses Video nochmal mit der Mannschaft spielen. Ich habe mir einen brasilianischen Trainer geholt, Manager geholt, die ihr vielleicht gerade gesehen habt. Dann muss ich jetzt aufgehen. Hier. der gilt für beide brasilianischen Teams, aber hat halt nur bei der einen diese Ausstellung. Ja, die ersten beiden Spiele hatte ich gewonnen. Und jetzt geht's weiter mit der brasilianischen Mannschaft hier. Ihr seht da, der Trainer hat jetzt die Aufstellung für die Mannschaft. Bei der anderen halt passt das nicht so ganz, aber egal. Egal. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah, da kommt schon mein Gegner. Sehr schön, sehr schön. Da kann man dieses hässliche Trikot nehmen. Ja, einmal noch zu dem Pace-Spiel in Part 55. Da hieß es so, ja, hier, das war alles wegen Momentum, deswegen hast du die Tore am Ende gemacht. Das fand ich ein bisschen lächerlich, weil diese Flanke, die ich da am Ende gemacht habe, die habe ich ja nicht ohne Grund da gemacht. Die habe ich halb hoch, glaube ich, gemacht. Also doppelt A gedrückt, doppelt X gedrückt. Und die geht dann halt auch mal rein. Also ich verstehe nicht, warum das auf Momentum geschoben wird. Keine Ahnung. Also man hat ja seine Chance im Spiel gehabt und die ging dann halt rein. Momentum kommt meiner Meinung nach erst dann, wenn irgendwie eine Mannschaft hochführt, dass dann irgendwelche Sachen laufen, die normalerweise nicht laufen. Naja, egal. Mehr will ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, aber da gab es eine unglaubliche Diskussion im Kommentarbereich, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Gut, ich hatte mir beim letzten Mal vorgenommen, auf Ballbesitz zu gehen und langsamer Spielaufbau und alles, und ich habe das auch zum Teil durchgeführt, aber dann auch wieder irgendwann nicht mehr. Und das muss ich jetzt in diesem Part natürlich mal verbessern. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen defensiver gehen und ja, dann nicht diese hohen Pässe in Lauf machen und sowas. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Krass, da holt der eine Ecke raus mit dem Schuss. Ist das lächerlich. Was ist das für ein Torwart? Der ist eigentlich ganz gut, fand ich so. Und ich wurde in diesen 8 Spielen, die ich mit der Mannschaft gemacht habe, schon übelst auseinandergenommen, muss ich ganz klar sagen. Also, will ich ganz ehrlich sagen, wenn hier jetzt ein 5-10-0 rauskommt für den Gegner, dann nehme ich das hin, dann muss ich das hinnehmen. Alter! Wir haben ja auf jeden Fall einen, der versucht, mal ein paar Tricks zu machen. Und ich muss versuchen, hier irgendwie durchzukommen. Ja, und jetzt habe ich schon das Problem, dass ich einfach so arschlangsam bin. Ja. Abseits! Scheiße, warum schießt der denn nicht? Ach, Mann. Ah, ärgerlich. Der hätte direkt schießen können da. Naja, und dann kriegt ein Ronaldinho. Ah, weg damit. So. Okay, also das wird jetzt halt ein taktisches, von Taktik geprägtes Spiel sein. Boah. Ja, ja, ja! Los, ey, was ist da los? Was ist da los? Der Torwart hat einen, ey, Kacke. Ja, ich renne jetzt hinterher, das muss jetzt so sein. Der spielt wahrscheinlich gleich in die Mitte. Oder so, das ist auch gut für mich. Ich muss jetzt hier nach vorne spielen. Geht ja gar nicht an. Aber ich hasse Regen. Ah, lauf, lauf, Junge. Oh, ja. Du kleiner Ficker. Was war das denn für ein Tor? Wer geht da raus mit dem Tor, Mann? Kickt mich halt mal sowas von um. Das war rot. Das war rot. Sau geil. Herrlich! Da kriegt der Ball wieder von mir geschenkt. Ja, endlich mal zu Hause hier und die Fans feiern mich abgöttisch. Sehr schön! Warum leckt es jetzt auf einmal? Warum auf einmal? Ich verstehe es nicht. Aber der Juninho, der hat echt so ein mega... Oh scheiße, das war jetzt nicht gut von mir. So einen krassen Schuss, muss ich sagen. Den muss man echt ausnutzen und ich muss natürlich auch mit dem die Freistöße schießen lassen. Nein!
Idiot! Kacke. Oh nein, das war so easy peasy. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, was er da macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da mache. Aber ich habe in jedem Fall gerade sehr viel Glück, dass der so viel failt, dass es nicht mehr feierlich ist. Nein, komm an. Luis Fabiano, auch ein sehr guter Schuss. Und Sergio Roberto, oh scheiße, aber der muss mit links, der hat glaube ich, Linksfuß hatte ich mal gesehen. So, jetzt brennt's hinten. Jetzt mal mit irgendwen draufgehen. Ja, nee, das war wieder für die Fail-Analyse eigentlich eine nette Sache, das sich nochmal anzuschauen, was ich da gerade gemacht habe. Unglaublich taktisch. Nein, nein, so ein schöner Angriff. Ja. Und Luis Fabiano. Warum dahin? Ja! Es läuft. Es läuft, oder? Ich bin zufrieden gerade. Warte mal, ich muss mal hier, ne, vielleicht mal einen kleinen schießen lassen. Ich weiß gar nicht, oder? Ronaldinho kann da bestimmt einen Kopfball machen. Keine Ahnung. Vielleicht ist das alles dumm, was ich hier mache, aber egal. C. Roberto. Ja, nochmal eine Ecke rausgeholt. Sehr schön. Ja, dann lasse ich jetzt halt Ronaldinho schießen. Egal. Ja! Adriano! Oh, ich sehe, mein Mikrofon übersteuert ein bisschen. Sorry. Darf nicht zu nah dran gehen. Weg damit. 2:0. 2:0, es läuft. Aber ohne Scheiß, also wenn ich mal so mit der Mannschaft gespielt habe, just for fun für mich, dann lief es nicht so gut wie jetzt gerade. Es liegt ja halt auch am Gegner vielleicht ein bisschen mehr. So, hier den Raum schön eng machen und dann raus. Ja klar. Der wirft doch nicht zu dem jetzt hin, wo ich schon 3 Minuten am Rumknabbern bin. Oh, der ist doch drin, der Ball, ey. Und keiner von mir ist da. Ja, versuch's mal von da. Hätte ich auch gemacht. Knapp vorbei. Oh, jetzt werd ich arrogant, ne? Aber ich führe nur 2:0. Das kann ganz schnell sich wieder drehen. Ralf, reicht's. Oh Gott, er macht einen Lupfer. Oh Scheiße, aber jetzt rennen alle nach vorne, ne? Oh Gott. Alter! Gott, bleibe! Scheiße! Back! Ja, so. Scheiße, es klappt gerade gar nichts. Oh, nein, das gibt's doch nicht, der war getunnelt, ey, scheiße. Ben Arfa, oh Mann, das Ei habe ich mir selbst ins Nest gelegt gerade, aber sowas von. Und das auch, oh Mann, keine sicheren Pässe mehr, ne, es läuft nicht mehr. So, also Doppelpässchen nach vorne. Adriano, diese unglaubliche Pace-Hure. Alter. Jetzt geht er aber ab hier, der Typ, oder? Jetzt geht er gerade so richtig ab. Ja, toll. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse diese Dinger. Das ist dann schon Glück, das zu verteidigen. Ach, Halbzeit. Siehst du, ne? Da macht er ein Tor und zack. Hab ich schon wieder Schiss. Berechtigt. Wow. Wow, wow, jetzt läuft's aber.
Flanke und drin. Luis Fabiano. Sehr schön. 3-1. Schön vorne hingespielt. Ah. Ja, danke. Danke. Ah, mit sicheren Pässen. Ist das Leben natürlich hier in FIFA wirklich viel leichter. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Warum köpft nochmal? Wo ist das eigentlich? Juninho in die Mitte wäre, glaube ich, noch geiler, weil dann kann der mal wirklich öfters aufs Tor schießen. Er ist auf Außen jetzt nicht so optimal besetzt, finde ich. Muss ich mal vielleicht überlegen, das nächste Mal in die Mitte zu machen. Auch wenn dann halt der... Ja, muss man... Da ist ein ZDM, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwieweit der nach hinten arbeitet. Ey, ich habe schon längst passen gedrückt. Ah, der ist so schnell. So. Es läuft und dann mache ich wieder so einen Kack, ne? Mach! Scheiße! Ja, sehr schön. Oh, ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Also ich bin extrem gerade zufrieden mit meiner Art und Weise zu spielen. Vielleicht ein bisschen noch mehr das Tempo rausnehmen. Aber ja, ja, dann kannst du ja nicht so, das war, der Pass war nicht jetzt gut gemacht von mir. Ah, ja, das geht mir dann, ich bin dann doch ein bisschen zu schnell auf dem Weg nach vorne. Ah, er versucht auf jeden Fall ein paar Tricks zu machen. Vielleicht übt er die, ja, er übt auf jeden Fall gerade. Oh, scheiße. Die Pässe müssen einfach noch sicherer werden. Vor allem beim 3-1. Oh, krass. Gut gemacht. Ja. Oh, nice. Oh, nein. Scheiße. Ich habe heute ganz oft Scheiße gesagt. Es tut mir leid, aber... Manchmal ist es ja auch scheiße. What the fuck? Luis Fabiano. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Yeah. Ronaldinho. Habt ihr das gesehen? Das war alles gewollt. Das war alles gewollt. Wirklich. Oh Mann. Geil. Geilo. Ey, krass, krass. Ich bin gerade voll geflasht. Oh, ein Fallentor. Ja, den macht er. Ja, gut. Da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Hätte ich jetzt direkt mit dem Torwart drauf gehen müssen, vielleicht noch mehr. Aber... Naja. Das war halt eine gute Chance jetzt für ihn. Ja, ja, ja. Sehr mutig. Sehr mutig von mir. Viel zu 2 nur noch, ne? Oh Mann. Oh, 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 oh. Abseits, ich dachte schon. Ich dachte echt gerade so, nee. Nö. Eckhart, nimm den Ball mit. Was? Was war das? Was? Ah, ich will mal mit Juninho schießen. Es regt mich auf, dass der nie an Ball da vorne kommt. Oder ich merke es jedenfalls nicht. So,
Ruhig, sicher, mach keinen Scheiß, Basti. Konzentrieren, Profi. Ja, und dann sind wir durch mit Adriano. War das nicht auch ein Linksfuß? Ja. Er kriegt den Ball wieder. Er kriegt den Ball wieder. Das kennen wir, das Spielchen, das alte. Ja, toll. Mit Bend. Das war ja die Pace-Hure schlechthin bei FIFA 12. Ein unnötiges Tor. Ganz unnötig. Naja. Das war schon sehr glücklich, dass er den Ball da bekommt, weil eigentlich mein Spieler, die sind halt arschlangsam. Der feuert das Tor jetzt voll ab halt. So. Nein, das war wieder unnötig von mir. Scheiße, durch sowas kassiere ich dann. Ja, mach. Musst nach links werfen. Was soll das? Was? Ja, wollte ich noch irgendwas erzählen? Ja, ich werde jetzt die nächsten Parts dann auch die Liga weiterspielen. Zweite Liga. Wir wollen natürlich wieder hier gucken, dass wir in die erste Liga hochkommen. Deswegen, ich zeige euch die anderen Spiele auch. Vielleicht ist es ja ein reines Gesiege. Ein Sieg nach dem anderen. Danke. Genau auf den Move hatte ich gewartet. Und er hat ihn gebracht. Ah, komm. Ja, badabadu. Ralf, reicht's nämlich auch. 88. Immer jeden Funken von Hoffnung wegnehmen. Ich meine, der ist auf ein Tor rangekommen und das eigentlich nicht zurecht, muss man sagen. Obwohl, naja, keine Ahnung. Ich kann ihn jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Na, jetzt hat er keinen Bock mehr. Oder was? Kein Bock mehr. Kein Bock mehr, hat er. Ah, kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Dann machen wir nur einen hier. Einen rein. Da machen wir mal einen rein hier. So. Hat er das Gamepad tatsächlich zur Seite gelegt? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Alter! Sowas muss eigentlich schon wieder fast ein Freistoß geben. Er macht jetzt noch einen. Einfach durchpacen. Oh, der macht ihn nicht. Ben Arfa. Ja, dann pfeif ab, komm. Ist egal. Roger, Roberto. Ja, 5 zu 3, 8 Tore hier mal wieder in so einem Spiel. Das ist halt ganz normal. Ganz normal, Ultimate Team. Ja, sehr schön, Vorlagen. Guck auch mal gerne, wer die gemacht. Ronaldinho hat ein perfektes Spiel gemacht. Und mein Abbruchmodifikator ist hochgegangen, weil... beziehungsweise runtergegangen, weil ich irgendwie einmal disconnected wurde. Naja. So, noch 2 Siege. Ne? Zwei Siege oder 3 Siege und dann bin ich schon Meister. Also ich könnte in 3 Spielen schon aufsteigen. Naja, gut. Schauen wir mal, wie das so ist. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Spiel mache ich das wieder mit der Pace-Mannschaft. Ja, machen wir mal, ne? Gut, dann bis zum nächsten Part erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, einmal hier der Aufruf. Kostet euch keine große Zeit. Abonniert mich gerne. Geht auf meinen Kanal, abonnieren. Irgendwo gibt es schon einen Abo-Button, ne? Das findet ihr schon. Dann verpasst ihr keine Folge und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann erstmal, macht's gut. Ciao, euer Basti.